Frauen, die es gerne auf die harte Tour mögen, sehnen sich nach Hingabe. Das behaupte ich jetzt einfach mal hier, ganz frech. Und du darfst mir gerne widersprechen. Es ist etwas, was Frauen recht häufig sagen in intimen Gesprächen. Ich will einen Mann, der mich so richtig nimmt. Und das muss jetzt noch nicht unbedingt heißen auf die harte Tour. Aber was da dahinter liegt, meiner Ansicht nach, ist eine tiefe Sehnsucht nach Hingabe. Es ist auch eine Sehnsucht nach einer maskulinen Energie, die führt. Und zwar habe ich im letzten Post schon mal ein bisschen so angedeutet, dieses Führen und diese männliche Dominanz muss aus dem Herzen kommen. Und das ist oft das, was fehlt, dass Männer, die das vielleicht gerne wollen, das aber aus einem kontrollierenden Energie machen. Und das ist nicht das, was die Frauen in der Regel wollen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf unsere Prägung an und es gibt auch unterschiedliche Typen in der Sexualität. Aber ich würde da auch immer so ein großes Fragezeichen dran stellen, woher kommen denn diese Prägungen, die Dinge, die wir wollen oder meinen zu wollen. Ich habe mich da auch vorhin erinnert an eine Freundin aus meiner Schulzeit. Also da waren wir noch gar nicht so alt. Das fing schon sehr früh bei ihr an, die sehr früh einfach schon im SM-Bereich unterwegs war und mir erzählt hat von den Dingen, die sie mit ihrem Freund macht und der Sexsklavin, die sie haben und sowas und sich lustig gemacht über Leute, die nur so schnöden Vanilla-Sex wollten, so wie ich. Und ich fand es interessant, weil, also heute finde ich es noch interessanter, weil ich kenne auch einen Teil ihrer Familiengeschichte und ihrer Prägung und heute wundert es mich nicht, dass sie dahin gefunden hatte damals. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Wir haben keinen Kontakt mehr. Aber meine Erfahrung zeigt, dass da oft tiefere Themen dahinter sind und ich will das auch gar nicht bewerten, weil manchmal braucht man auch so diesen Weg dadurch oder entscheidet sich dafür, das sein Leben lang so zu machen. Häufig ist aber diese Sehnsucht nach einer tiefen Hingabe wird nicht unbedingt immer erfüllt in der Art. Und also ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Bevor ich Slow Sex kennenlernte, hatte ich eine Phase, wo ich gedacht habe, auch boah, ich muss vielleicht mal so richtig hart rangenommen werden. Ich brauche vielleicht das irgendwie stärker, intensiver, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, ich suche was anderes, aber ich hätte gar nicht richtig sagen können, was ich suche. Ich konnte auch meinem Partner damals nicht sagen, was ich eigentlich will. Ich konnte nur sagen, was ich nicht will. Und das höre ich auch oft von Frauen, dass sie nicht unbedingt wissen erstmal, was sie denn eigentlich da suchen in der Sexualität, aber durchaus hoffentlich oft sagen können, was irgendwie nicht geht. Ist schwierig für den Partner, wenn die Frauen auch gar nicht genau wissen, was sie suchen. Und es war zum Beispiel bei mir damals auch so, dass ich gemerkt habe, so wie das läuft, funktioniert das nicht für mich. Ich komme so nicht in die Hingabe und ich suche was anderes. Und den nächsten Partner habe ich eigentlich, würde ich sagen, mit dieser tiefen Sehnsucht nach Hingabe und einer tieferen Verbindung letztendlich gefunden. Aber wir wussten das am Anfang auch noch nicht. Da kam aber sehr schnell dieses Thema, was ich heute Slow Sex nennen würde, kam auf. Also wir haben uns gefunden über, da muss es doch noch mehr geben in dieser Sexualität. Da muss doch irgendwie was sein, was eine tiefere Erfüllung und Verbindung schafft, als irgendwie dieses Rumgevögel, so nett das manchmal sein kann, ja. Aber ich hatte eine tiefe Sehnsucht nach Hingabe, aber ich wusste erstmal nicht, wie ich da hinkomme und dachte dann, das hat irgendwie sowas mit vielleicht Unterwerfung zu tun und ich brauche das vielleicht härter. War nicht so, ja. Also eher sanfter. Und aber wirklich mit Präsenz. Und wenn ein Mann präsent ist in seinem Körper, mit seiner Sexualität, mit seinem Schwanz und sein Herz und seinen Schwanz verbinden kann in der Energie und damit penetrieren kann, dann penetriert er bis zum Herz der Frau. Und damit kann er sie öffnen. Und das ist was, was richtig tief geht und eine tiefe Erfüllung schafft. Und oftmals ist in den Fantasien der Männer etwas anderes, weil die auch nicht wissen, wie das geht. Ja, sind dann irgendwelche pornografischen Fantasien vielleicht, die sie gesehen haben. Aber das, was wir im Außen sehen, löst noch nicht unbedingt das aus, wonach wir uns im Inneren sehnen. Ja, und das ist ein Weg, dir selbst zu begegnen und dem Partner oder der Partnerin zu begegnen. Und
Ihr dürft mir gerne widersprechen. Ihr dürft auch sagen, das ist für mich ganz anders. Ich freue mich total, von euch auch zu lernen über eure Erfahrungen. Und ich glaube auch nicht, dass es jedem gleich geht wie mir. Aber ich habe schon in einigen Gesprächen mit Frauen ähnliche Sachen gehört. Ich habe zum Beispiel auch ganz ähnliche Erfahrungen über Massage gemacht, dass ich wo ich starke Verspannungen hatte, so dieses Gefühl hat, boah, wahrscheinlich muss ich fester, kräftiger massiert werden. Da habe ich gesucht nach einem männlichen Masseur, der irgendwie kräftige Hände hat, weil ich das Gefühl habe, oh, da ist so viel Spannung, da muss man mal so richtig rangehen. Ja, ist ein ähnliches Gefühl. Und ich glaube auch, dass das in der Sexualität mit viel Körperspannung zu tun hat. Wenn eine Frau viel Spannung hat, dann hat sie das Gefühl, oh, da muss jemand mal so richtig drangehen, ja, um das zu lösen. Und ich bin für mich dahin gekommen, nein, eigentlich brauche ich jemand, der ganz sanft rangeht und ganz energetisch. Und da würde ich auch nicht sagen, dass alle Menschen gleich funktionieren. Für mich war das so. Und eben, wenn du merkst, das ist für dich anders, wunderbar. Jeder muss das im Prinzip für sich rausfinden. Aber ich stelle das einfach mal so in den Raum, dich zu fragen, wenn du das kennst von dir, kann es sein, dass da viel Spannung in dir ist, dass du das Gefühl hast, ich möchte so gerne loslassen. Aber wie komme ich da hin? Ja, und dann denke ich, ich brauche irgendwie mehr, ich brauche das fester, ich brauche das härter, und um irgendwie loslassen zu können. Und vielleicht braucht es die Feinheit und das Spüren. Und das Schwierige ist eben oft, dass wenn wir uns trauen, da hinzugehen, dass da Emotionen lauern drunter, dass da oft auch ein paar Tränen lauern oder vielleicht auch Wut oder Dinge, die hochkommen könnten, die wir über die heftigen Sachen schneller übergehen können. Ja, über starke Reize und Stimulationen ist eher so ein Numbing Out, so ein Tauberwerden im Körper häufig. Ja. Und meiner Erfahrung nach, über die Feinheiten kommen wir halt auch an die delikaten Empfindungen, aber auch an die delikaten Emotionen, die nicht immer so erstmal beliebt sind, weil wir starten da nicht mit Ekstase und Bliss und Verzückung, sondern das ist wie ein Weg, den wir erstmal durch andere Schichten durchgehen müssen und so ein bisschen durchgraben, ein bisschen fast so archäologische Arbeit, bis wir an die Schätze kommen, ja, die ekstatischen Schätze, die dann unter dem Dreck, Staub, Erde, alles drunter liegen, ja. Und ja, da möchte ich dich einfach inspirieren, mal reinzuspüren, nachzudenken. Kann das sein, wenn du das kennst, diese Gefühle, diese Empfindungen? Und wonach sehnst du dich wirklich? Und manchmal passiert schon ganz viel, wenn du das zulässt. Oh, ich habe da eine Sehnsucht, ja. Und das Leben bittet dir, den Weg dahin zu zeigen, ja. Ich wusste nicht, wo ich hin wollte damals, ja. Ich wusste nur, irgendwas brauche ich anders. Aber ich hätte es nicht mal benennen können. Und ich weiß einfach von anderen Frauen, dass ich da nicht die Einzige bin, die dieses Gefühl kennt. So wie ich es kannte, will ich es nicht mehr. Aber was ich will, kann ich noch gar nicht artikulieren. Und für mich war Slow Sex oder ein bewusstes tantrisches Liebemachen ein Riesenschlüssel dazu, rauszufinden, was ich eigentlich will. Und wie man das dann gestaltet für sich und umsetzt, kann viele verschiedene Facetten haben. Also eben, ich bin da gar nicht dogmatisch. Und ich weiß, dass es auch Leute in dem SM-Bereich gibt, die sehr sinnlich und sehr conscious, sehr bewusst damit den Themen umgehen. Auch mit diesen Themen von Dominanz und Unterwerfung sehr bewusst sind. Ja? Auch wenn das nicht mein persönliches Thema ist. Ich will das gar nicht ich finde das gar nicht verwerflich oder so. Ich bin nur immer dafür, dass die Menschen bewusst mit den Dingen umgehen und achtsam, ja, weil der menschliche Körper und die menschliche Psyche ist so verletzlich und gerade auch der Schussraum der Frauen so sensibel. Und ich möchte einfach möglichst vermeiden, dass dann noch mehr Trauma zugefügt wird und noch mehr Abstumpfung stattfindet, sondern dass sie erblühen kann in ihrer Kraft, in ihrer Schönheit, in ihrer Lust, ja. Und teilt gerne eure Erfahrungen mit mir. Ja. Es würde mich total interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, was ihr darüber denkt. Alles Liebe und bis bald.